Und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen historischen Bummel durch das historische Griechenland. Oder vielmehr durch das antike Griechenland, ne? Sagen wir es mal so. Oh, wir sind direkt am Meer. An der Seht mal, da drüben, das sieht aus, wie wenn der Tempel oder was das ist, direkt im Wasser ist. Nee, das sind so die Hafenanlagen, oder? Das sieht gar nicht so aus. Aber schön, oder? Das ist bestimmt irgendeine Hafeneinfahrt von... Ja, wir sind bestimmt noch in Athen. So wie es aussieht. Schauen wir mal. Ach, Hafen von Piräus. Ja, hier steht sie da oben. Wollte schon sehen. Ist natürlich auch heute noch ein Wahnsinnshafen, ne? Hafengebiet. Das sind wir ja mal, glaube ich, mit dem Euro-Truck auch hin. Da habe ich schon ein bisschen was über Piräus und so weiter erzählt. Kann ich mich noch dunkel entsinnen? Ich hoffe, du schläfst nur. Also, wir hoffen es ihnen ständig, ne? So, dann schauen wir mal, was du uns zu sagen hast. Und zwar schauen wir uns heute Piräus an und besichtigen den geschäftigen Hafen von Athen. Los geht's! Sei gegrüßt! Willkommen im Hafen von Piräus. Piräus ist einer der geschäftigsten und wichtigsten Häfen der griechischen Welt. Durch diesen Hafen fließt das Geld wie ein Fluss. Ein Fluss, der bis nach Athen reicht. Als Hafen von Athen hieß Piräus Händler, Waren und Reisende aus aller Welt mit offenen Armen willkommen. Er war nicht nur das wirtschaftliche Zentrum Athens, sondern vermochte, dank seiner Befestigungen auch seine beträchtliche Flotte zu schützen. Suche mich auf, wenn du den Hafen erkundet hast. Dann unterhalten wir uns weiter. Es wäre halt schön... Es wäre halt schön gewesen, wenn man ein Stück... mit dem Schiff gefahren werden. Ne? Das hat man, das so wie in Ägypten, wisst ihr noch? Das war eigentlich immer so ein Highlight, wie wir, wenn wir auf dem Fluss, wenn wir auf dem Nil entlang geschippert sind. Getrocknete Blütenblätter. Na dann, sagt uns was über Piräus, bitte. Piräus, eine Halbinsel südwestlich von Athen, wurde zum Haupthafen der Stadt, nachdem der Politiker Themistokles die Weiterentwicklung der natürlichen Häfen vorangetrieben hatte. Diese Entwicklungen führten nach und nach dazu, dass der alte Hafen von Phalaron aufgegeben wurde. Die Befestigungen von Piräus wurden unter Kimon und Perikles weiter verstärkt. Dazu gehörten auch die sogenannten langen Mauern, die dafür sorgten, dass selbst bei einer Belagerung noch Warenverkehr möglich war. Piräus war in drei Hauptsektoren eingeteilt: den militärischen Hafen, das Emporion und den Wohnbezirk. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war der Hafen nicht nur der Hauptstützpunkt der Athener Marine, sondern auch das wichtigste Handelszentrum des Mittelmeerraums. Pausanias, der Reisende. Ach, schaut mal hin. Das ist aber eine schöne... Das ist eine schöne Karte, ne? Wo man sich ein bisschen dran orientieren kann. Piräus war in drei Sektoren aufgeteilt. Seir und Munichia lagen auf der Ostseite und der Handelshafen Kandaros auf der Westseite. Die Agora von Piräus, zu Ehren des Architekten Hippodamos, die Hippodamische Agora genannt, befand sich nahe des Hafenbeckens von Zea. Sie fungierte als örtlicher Markt, aber auch als politischer und militärischer Treffpunkt. Der Hafen Munichia war
Piräus Hauptmilitärhafen bestand vor allem aus Lagern und Bootshäusern. Der Hafen Kantaros, eines der größten natürlichen Hafenbecken des Mittelmeeres, beherbergte das Emporion, wo internationaler Handel stattfand. Ach, schaut hin, von Pausanias. Mit Kommentaren versehen. Interessant. Ja, schon nach Pausanias, aber das ist schon ja, nach seiner Beschreibung. Also, die hat es nicht gezeichnet. Wurde dann in London, ne? Wurde das wahrscheinlich dann gezeichnet, weil es ja alles hier auf Englisch, ne? Und hier der Phalaron, das muss dann praktisch der alte Hafen gewesen sein. Ach, hier ist das Grab des Themistokles. Seht ihr es? Ganz im Westen. Bei Akte. Und dort oben ist dann Kantaros. Genau. Und ein bisschen eine Vorstellung davon. Ne? Da ist die Hauptstraße nach Athen. Der nördliche lange Wall. Mittlere lange Wall. Oh, ganz schöne Befestigungswerke. Ne? Na gut, so ein Hafen war auch wichtig. Vor allen Dingen für die Seemacht Athen. Statuen sind immer wieder beeindruckend. Fisch? Also ich esse hier, jetzt wo ich eben hier bin, esse ich, also wo ich jetzt lebe, esse ich viel Fisch. Wenn man eben am Meer lebt, ne, isst man irgendwie mehr. Meerfisch. Meerfisch. Alles klar, Junge? Irgendwelche weißen Worte? Ja, keine Ahnung. Also da kann ich euch nicht viel sagen zu Piräus. Also das ist ein Hafen, war, das ist heute noch einer ist. Piräus' Entwicklung während des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung lockte viele Menschen an. Handwerker, Händler, Bankiers, Seeleute und Schiffseigner zog es scharenweise in den Hafen. Die Bevölkerung bestand aus Griechen, ausländischen Besuchern und Immigranten, bekannt als Metöken. Die Vielfalt der Hafenbewohner verlieh Piräus eine kosmopolitische Atmosphäre. Die meisten Einwohner beteiligten sich am Handel, andere arbeiteten im Schiffsbau oder in den größeren Industrien wie der Schildfertigung. Piräus' kommerzielle Ausrichtung eröffnete all jenen viele Möglichkeiten, die ihren Wohlstand und Status verbessern wollten. Eine bekannte Erfolgsgeschichte ist die von Pasion, einem Sklaven, der dank seiner Bank und seiner Schildfabrik ein Vermögen anhäufte und zum Vollbürger wurde. Ja, das war damals möglich, dass man sich freikaufen konnte, wenn denn der Herr einem gelassen hat, ne? Und dass die auch teilweise wirklich, das waren Freundschaften auch unter Herr und Sklave. Man hat den Sklavenbegriff und auch die Sklavenhaltergesellschaft, die ja Marx, im Grunde Karl Marx geprägt hat, die hat man ein bisschen, die haben Historiker aufgeweicht. Sowohl in der Römischen Republik als auch in der Griechischen Republik. Nichtsdestotrotz ist es natürlich moralisch verwerflich, jemanden zu verkaufen oder kaufen, wie eine Ware. Das ist klar, aber trotzdem waren die Sklaven und auch die Frauen ein bisschen anders geartet, anders angesehen, hatten andere Rechte, wie es im Altertum oder wie es in der alten Forschung noch gedacht war. So. Insgesamt war es multikulturell, ne? Sehr multikulturell. Trotz alledem waren auch die Athener sehr nationalistisch. Ne? Wenn man bedenkt, politische Rechte hatten weder Frauen noch die Metöken, die Ausländer also. Und im Grunde hat Perikles das Ganze sogar noch ein bisschen verschärft. Denn davor war man praktisch kein Ausländer, wenn zum Beispiel die Mutter
Wenn die Mutter jetzt zum Beispiel Athena war und der Vater war keiner, dann war man trotzdem Vollbürger von Athen. Dann ist es so gekommen, dass beide Elternteile mussten aus Athen stammen. Und dann ist man nur Vollbürger geworden. Also die haben das dann, das ist ein bisschen nationalistischer geworden. Okay, Metögen stellten den Großteil der Hafenbevölkerung dar. Es wird geschätzt, dass im ausgehenden 5. Jahrhundert vor unserer Zeit zwischen 5.000 und 6.000 von ihnen in Piräus lebten. Diese vielfältigen Einwohner waren maßgeblich für das kosmopolitische Flair des Hafens verantwortlich. Sie hatten zudem Einfluss auf die religiösen Handlungen in Piräus. Ab dem 5. Jahrhundert führten sie die Verehrung verschiedener östlicher Gottheiten, wie den thrakischen Göttin Bendis und der ägyptischen Göttin Isis ein. Das haben die Athener dann so mitgemacht. Die Kulte, welche die Einwanderer mit sich brachten, schufen eine vielfältige und bunte spirituelle Welt in der Nachbarschaft. Ja gut, na, im Grunde, heutzutage ist ja auch, ne, da können Moscheen und so weiter, Synagogen in Deutschland, Kirchen, wie auch immer, ne, hat zum Beispiel auch Friedrich der Große, der hat sich da nicht drum geschert, von welcher Glaubensrichtung, ob das Juden sind, Muslime, Hauptsache, sie haben für die Integrität des Staates auch gestanden, für seine preußische Integrität und haben dem Staat auch Reichtum und Ansehen und moralische Werte verliehen, wie auch immer. Okay. Wichtig ist eben nur, dass keine Religion jetzt sagt, das ist die einzige und wahre Glaubensrichtlinie. Das ist eben das Problem. Ne? Und dann haben wir daran, ja, entzünden sich dann eben die Streitigkeiten. Ne? Wenn Toleranz innerhalb einer Gesellschaft herrscht, wenn man den Mensch sieht als Menschen und nicht als, was weiß ich, als Türken, als Italiener, sondern den Mensch so sieht, wie er ist, dann geht es schon. Ne? Aber sobald irgendwelche Intoleranz dann ist, von beiden Seiten, muss man jetzt sagen, von beiden Seiten, denn es gibt tatsächlich auch Konklaven innerhalb Deutschlands, die da genauso radikal sind, wie die, die dagegen sind. Ne? Piräus war ein Demos, ein Bezirk von Attika. Aufgrund seiner Größe, Funktion und der vielfältigen Bevölkerung verfügte er über weit komplexere administrative Strukturen als andere Demen. Darüber hinaus wurde Piräus aufgrund seiner Bedeutung für Athen von der Ekklesia, der Athener Versammlung, überwacht und kontrolliert. Der Handel im Hafen war in zwei Kategorien eingeteilt: der internationale Handel, der im Emporion stattfand, und der Direktverkauf, der von den Kapeloi auf Piräus Agora betrieben wurde. Ja, das ist ganz, also da muss man sich wirklich richtig einlesen, wenn man das verstehen will mit den Fühlen, mit denen Athen geteilt war, den Phratrien, dann noch die Demen, dann kam der Oikos dazu, ne, wenn man diese ganze gesellschaftlichen Dinge richtig einordnen will und auch lesen möchte, dann muss man wirklich des Griechischen richtig mächtig sein. Im Jahre 393 vor unserer Zeit wurde das Emporion von Piräus in einer gewagten Aktion von dem Spartaner Teleutias angegriffen. Teleutias war der Befehlshaber einer kleinen Flotte, die auf der Insel Aegina stationiert war. Seine Truppen segelten bei Tagesanbruch mit 12 Trieren in den großen Hafen und überraschten die Athener. Wow, dadurch konnte... Das kenne ich nicht, die Geschichte. Dadurch konnte Teleutias einige Handelsschiffe erbeuten. Der Überfall hielt letztlich ausländische Händler davon ab, nach Piräus zu reisen, womit Athens Wirtschaft gefährdet wurde. Infolgedessen war Athen gezwungen, Friedensverhandlungen mit Sparta aufzunehmen. Wow. Weitreichende Folgen, ne? So ein kleiner Piratenangriff, hätte ich beinahe gesagt. Die Eule von Athen. Komm, schau mal kurz ran.
Outsiders, don't they? Teil ist durcheinander hier. Wer hier alles dargestellt ist, fragt mich nicht. Lässt ein bisschen wahllos. So, nicht, dass wir es versäumen, unseren Knackpunkt. Aber schön hier, ne? So ein bisschen am Hafen entlang, ist immer ein bisschen das Meeresrauschen. Ist halt auch schön bei mir, wenn man so an der Promenade entlang geht. Das Meeresrauschen im Hintergrund. Möwen. Manche mögen es ja, die Möwen, und nehmen es nicht so. Aber dass die, wenn ich heute so die Möwen sehe, ne, die rauben ja den Touristen, die hier mit Pommes vorbeigehen, aus der Hand. Ne, ich habe es wirklich gesehen. Ich hab's live und in Farbe gesehen. Die rauben denen ja die mit einem absoluten sicheren und zielgerichteten Angriff rauben die Pommes raus, ne, aus der Hand. Und dann frage ich mich, wenn die hier so mit ihren Waren waren und die Fische und so, haben die Möwen die nicht dann auch genommen? Gab es da immer einen Möwenwedler? Das Emporion war ein kommerzieller Hafen, der für den Handel mit Waren aus Übersee vorgesehen war. Alle internationalen Transaktionen mussten innerhalb seiner Grenzen stattfinden und keine Waren durften diese verlassen. Gewählte Beamte überwachten alle Geschäfte und Gesetze des Hafens. Die Hafenvorsteher, die sogenannten Epimeletes, beaufsichtigten derweil den Handel und regulierten die Preise. Dies war eine besonders wichtige Aufgabe, denn die Menge an Waren konnte aufgrund verschiedener Faktoren, wie schlechter Ernten oder Schiffsunglücken, stark variieren. Zu den im Emporion gehandelten Waren gehörten normalerweise Gemüse, Früchte, Fisch, Leder, Holz, Marmor, Metall, Waffen und Töpferwaren. Laut dem Dichter Hermippos war Athen wohlhabend genug, um sich die besten Waren aus der ganzen Welt leisten zu können. Dazu zählten Feigen von Rhodos, Mandeln von Thasos, Öl von Samos und Wein von Chios. Auf alle Waren, die ins Emporion kamen, mussten Steuern gezahlt werden. Eine wichtige Einnahmequelle für das damalige Athen. Wahnsinn, ne? Wie reich die waren, die Athener. Epimeletes, die das Emporium verwalten, wurden jeweils für ein Jahr ernannt. Verwalteten. Achso, da müsste ein Komma hier nachher, ne? Die hießen Epimeletes. Okay. Es gehörte zu ihren Pflichten, den Handel zu überwachen und die Qualität der Güter und Waren sicherzustellen. Sie sorgten für die Durchsetzung von Gesetzen und dafür, dass keine Transaktion außerhalb des Emporions abgeschlossen wurde. Sie überwachten außerdem Geldwechsler und kümmerten sich um Beschwerden, wenn diese betrugen. In großen Städten wie Athen teilten sich die Epimeletes einige Aufgaben mit anderen spezialisierten Beamten. Unter diesen befanden sich die Nautodikei. Naja, Naut, ne, das ist wirklich, kommt die Nautik, das kommt davor. Ich hatte irgendwie, da gibt es noch ein Wort, was ich mal gelesen hatte, ist aber schon ewig her. Na gut, denen die Rechtsprechung unterlag. Den Sitophylakes, welche den Verkauf von Getreide überwachten, und den Pentekostologoi, die Gewerbesteuern einsammelten. Wapsadai. Heute haben wir die Zungenbrecher drauf, ne? Obwohl Griechisch ist eigentlich auch eine schöne, ist eine schöne Sprache. Es gibt schon wirklich viele schöne Sprachen. Spanisch mag ich auch sehr gerne. Ich bin nur leider kein Sprachentalent. Ich muss das mir in, habe ich glaube schon ein paar Mal gesagt, ich muss das mir in mühsamer Kleinarbeit, muss ich mir das beibringen. Englisch ja, aber selbst Englisch fehlen mir so viele Vokabeln, dass ich dann um Vokabeln rumeiere, ne? die man halt kennt, um andere Vokabeln halt dann zu beschreiben. Ja.
Manch einer, der hat ja so ein richtiges Talent dafür. Beneide ich ihn das. Sprachen, denke ich, sind wichtig. Denn nur durch die Sprache kann man sich verstehen. Nur durch die Sprache, die man versteht, kann man auch andere Kulturen verstehen. Und dann bleibt man nicht so engstirnig. Okay. Aber was die für einen eleganten Gang haben, ne? So ein bisschen der Pferdegang. Nach der Ankunft im Emporion stellten die Händler Proben ihrer Waren im Ausstellungsbereich, dem sogenannten Degma, aus. Hier versammelten sich Bürger und Ausländer, um ganz offiziell Geschäfte abzuschließen. Und so gut wie alle Waren, die ins Emporion kamen, wechselten hier den Besitzer. Das Degma wurde ohne Unterbrechung von Beamten überwacht, welche die Preise der Importeure kontrollierten und verhandelten. Hin und wieder vergaben sie Privilegien an Händler, die bereit waren, ihre Waren günstiger zu verkaufen. Diese Privilegien konnten Steuerbefreiungen sein, aber auch bestimmte Sitzplätze im Theater. Ich würde heute die wenigsten drauf eingehen, ne, um Sitzplätze im Theater. Steuerbefreiung? Da wären alle dabei. Hey, passt schon, Tutu? Ja, ich gehe ja schon zur Seite. Hey, hey. Geht nur gar nicht, ne? Temperamentvoll. Ne? So, das Tegma. Athen war das Oberhaupt des attischen Seebundes und setzte seine Seemacht und seinen Einfluss in Form von Handelsembargos oft genug gegen andere griechische Städte ein. Als zum Beispiel das heilige Land zwischen Attika und Megaris von den mit Sparta verbündeten Megarensern besetzt war, verbot Athen allen Häfen des attischen Imperiums Handel mit Megaris zu betreiben. Damit nahm es der Stadt ihre Haupteinnahmequelle. Kyrenisch, also beim Backen wiegen und Stapeln von Waren hier. Mhm. Mal schauen uns mal Schiffe. Schön, wie sich die Segel so im Wind blähen, ne? So mit so einem, ne? Schade, dass wir da echt nicht mehr fahren können. Ist das eine Triera? Oh, schwer zu sehen. Müsste man den Ruderern sehen, denn, ne? Wie viele Ruderer drin sind. So, hier. Wuppa. Entschuldigung. Piräus war ein Demos und unterstand als solcher einem Archon, der Demarchos genannt wurde. Die meisten Demarchonten wurden lokal innerhalb ihrer Demen gewählt, der von Piräus dagegen wurde von Athen ernannt, um die Handelsinteressen der Stadt zu wahren. Tatsächlich wurden alle Belange des Emporion, des militärischen Hafens und des Getreidehandels regelmäßig von der Athener Versammlung diskutiert und entschieden. Transaktionen innerhalb von Piräus wurden von den Metronomoi beaufsichtigt. Als Aufsehern oblag ihnen die Kontrolle über die Gewichte und Maßeinheiten. Sie sorgten für die korrekte Bemessung durch die Händler, um Übervorteilung und Betrug zu unterbinden. Obwohl sich Piräus schließlich zu einer eigenständigen Stadt entwickelte, stand es weiterhin unter der Kontrolle Athens. Ah, klar, ne? Das hat dieser Hafen, der hat wahrscheinlich auch mit seinem Wohnen und Handel und Markt und Agora so eine Macht auch gehabt, der hätte sich durchaus auch alleine verwalten können, ne? So eine Stadt in der Stadt. Ne? Der Handel im Emporium unterlag strengsten Kontrollen, oder strengeren sogar, als in anderen Orten in Attika. Und Händler, welche die Regeln brachen, mussten mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Metronomoi hatten wahrscheinlich die Autorität, Bußgelder aufzuerlegen und betrügerische Händler vor Gericht zu zerren. Andere Beamte, wie die Agoranomoi und Sitophylakes, hatten ähnliche Befugnisse.
Inschriften aus dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeit legen nahe, dass diese Beamten auch das Recht hatten, so kleine Behältnisse zu zerstören, deren Inhalt zu konfiszieren. Also wenn die praktisch dann nicht im Rahmen lagen der Gesetze dort. Hier haben wir Bronzegewichte. Ja, die Gewichte mussten natürlich auch gut geeicht werden. Da gab es wirklich auch so Eichmaße und Eichgewichte auch. Und da hat man die Gewichte dann mit diesen Eichgewichten, das ist so das Originalgewicht gewesen, hat man die immer von Zeit zu Zeit, hat man geschaut, ist es überhaupt noch das richtige Gewicht, was da ist? Oder hat man das irgendwie versetzt oder hat man das ausgetauscht oder? Da haben wir es. Komm, legen wir es drauf, mein Freund. Aha. Das wird was? Super. Traumhaft. Schön. Auf alle ein- und ausgehenden Waren in Piräus wurde eine Gewerbesteuer von 2% erhoben, die Pentekostee. Die Steuer wurde von einer fünfköpfigen Gruppe, den Pentekostologoi, eingetrieben. Laut Andokides konnte man sich diese Position für die horrende Summe von 30 Talenten bzw. 180.000 Drachmen erkaufen. Allerdings verdienten diese Beamten bis zu 6 Talente, was diesen Beruf äußerst lukrativ machte. Obwohl die Händler den Wert ihrer Waren selbst festlegten, besaßen die Pentekostologoi die Macht, diesen Wert anzufechten, wenn es ihnen gerechtfertigt erschien. Darüber hinaus mussten sich Händler bei diesen Beamten anmelden, bevor sie ihre Waren transportieren, ausstellen oder verkaufen konnten. Dieses System bescherte Piräus und damit im gleichen Maße Athen einen enormen Reichtum. Na klar, wenn die Preise dann selbst festsetzen konnten. Also dann muss der Hafen auch so wichtig sein, dass man dort auch wirklich verkaufen will. Ne? Das Gesetz wurde in Emporium von einer Gruppe von Beamten vertreten. Das haben wir schon gesagt, ne? Die Nautodikai. Die ersten entsprechenden Aufzeichnungen stammten aus dem Jahre 450 vor Christus. Ihre zunehmende Anwesenheit bei Gerichtsverfahren steht im proportionalen Verhältnis zur wachsenden militärischen und politischen Macht Athens. Diese Personen waren außerdem für die Anwendung des Vergeltungsrechts verantwortlich. Gemäß dieses Gesetzes hatten die Nautodikai, wenn ein Ausländer jemanden verletzte, das Recht, die Güter oder den Besitz von Händlern zu beschlagnahmen, die aus demselben Ort stammten wie der Täter. Aha. Infolge des Vergeltungsrechts mieden einige Händler bestimmte Häfen, um nicht für die Handlung ihrer Landsleute, ach so, ja, das ist aber nicht fair, ne? Bestraft zu werden. Um die Macht dieser Beamten oder diesen Beamten entgegenzuwirken, hatten einige Staaten eine Rechtskonvention, die Symbola genannt wurde. Sie beschützte Händler vor Zwistigkeiten, indem sie ihnen das Recht garantierte, dass ihr Fall vor einem Stadtgericht verhandelt wurde. Okay, ja. Ach, der wurde tatsächlich dann auch 350, dieser Beamtenstand, der Nautodikai, wurde um 350 abgeschafft. Aber das hat eigentlich gar nichts mit der Vase zu tun, oder? Will ich jetzt mal sehen. Haben wir heute ein schönes Wetter? Es regnet mal gar nicht. Wir haben viel Regen, oder? Während unserer Rundgänge hier, finde ich. Der Verkauf von Getreide wurde von besonderen Aufsehern überwacht, den Sitophylakes. Da einige Städte unter Getreidemangel litten und auf Importe angewiesen waren, hatten diese Beamten eine ganz besondere Bedeutung. Ihre Aufgaben umfassten alle Bereiche des Getreidehandels. Sie kontrollierten die Preise und die Gewinnmargen, damit es in Athen nicht zu Versorgungsengpässen kam. Das ist nicht weiter überraschend. Getreide war für Athen von immenser Bedeutung. Daher mussten 2/3 aller Bestände per Gesetz zur Agora der Stadt gebracht und verkauft werden.
Laut Demosthenes war die Bedeutung der Sytophylakes so enorm, dass für jeden Fehltritt bei der Ausübung ihres Dienstes die Todesstrafe drohte. Ich hoffe, die sind gut bezahlt worden. Ja gut, auf der anderen Seite schränkt es auch ein bisschen die Korruption ein, ne? Vielleicht. Im Peloponnesischen Krieg kam es zu Veränderungen bezüglich der Produktion des Konsums von Brot. Zuerst begannen arme Menschen Brot zu essen, ein Nahrungsmittel, das vormals den Reichen vorbehalten war. Entsprechend wurde Brot nun auch kommerziell gebacken. Und nicht nur in einzelnen Haushalten, womit Bäcker die Gelegenheit hatten, ein kleines Vermögen zu verdienen. Ja, stimmt. Wenn das dann an alle, ja, nicht nur an die Reichen. Das ist eine Gerstenähre. Mhm. Meter. Oh. Wir können mal lieber schnell weg. Schaut mal hin, der Bock, der sieht aus, wenn er gleich jemanden auf die Hörner nimmt. Muss man echt aufpassen bei so Böcken. Bocken auch gerne. Es ist so schön, durch das historische Griechenland zu bummeln. Macht echt Spaß. Kann ich jedem von euch nur empfehlen. So eine Tour, so eine historische Tour. Es ist wie wenn der, so manchmal verliere ich mich. Aber es ist, wie gesagt, wenn nicht die ganzen Anzeigen noch drumherum wären, ich krieg's ja nicht aus, ne? Dann wäre das dann nochmal eine Immersion, nochmal ein Immersionsschub. Ne? Aber okay. Nimm's, wie es kommt. Ja, mein Guter. Heute nicht. Und jetzt schon gar nicht. So, ich glaube, wir gehen zur letzten Station. Mal schauen, was die uns noch sagen an der letzten Station. Aber es hat geregnet, schaut hin. Immer noch nass. Das kann nicht vom Meer sein. Oh, das sieht gut aus. Hier wurden dann wahrscheinlich Waren. Das ist ein Handelsschiff, so wie es aussieht. Eure Töpfe sind umgefallen. Wollt's nur mitteilen. Das Emporion arbeitete auf Grundlage von Krediten und Anleihen. Der Überseehandel wurde von zwei Arten von Händlern betrieben. Emporoi transportierten Waren in gepachteten Schiffen, während die Naukleroi Schiffseigner waren, die dazu ihre eigenen Gefährte nutzten. Im Emporion gab es darüber hinaus Bankiers und Buchhalter, die Anleihen vergaben und über die ein- und auslaufenden Schiffe Buch führten. Emporoi und Naukleroi finanzierten ihre Reisen mit Hilfe dieser Kredite, für die wegen des großen Risikos von Seereisen oft ein hoher Zinssatz fällig war. Die Emporoi mussten sowohl die Fracht als auch das Schiff mit Krediten finanzieren, die Naukleroi mussten nur ihre Mannschaft entlohnen. Die Kredite und Zinsen mussten bei der Rückkehr des Schiffs in den Hafen bezahlt werden. Im Falle eines Unglücks, wie dem Sinken eines Schiffs auf See, wurden Händler und Schiffseigner jedoch von ihren Verpflichtungen freigesprochen. Alle Verluste gingen auf den Kreditgeber über. Oha, auch ein Kreditgeber. Aber hier, ne? Banken? Kapitalismus? Hatte ich euch das letzte Mal das nicht gesagt? Wahrscheinlich ist tatsächlich hier die Wiege des Kapitalismus, nicht wie wir immer denken in der Industrialisierung. In griechischen Städten bewahrten einige Tempel Rücklagen in Reihen von Tonkrügen auf. Diese Tempel vergaben auch Anleihen. Gemäß einer Inschrift von etwa 430 vor Christus verlieh zum Beispiel das Parthenon in Athen Stadtvermögen mit einem Zinssatz von 6%. 6%iger Kredit? Oh. Jetzt haben wir ja wieder Inflation. Wenn ihr jetzt irgendeinen Kredit aufnehmt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Oder vielleicht noch ein klitzekleines bisschen warten. Ich muss sagen, es war ziemlich viel
Informationen und die könnten uns ziemlich schwere Fragen stellen, die ich wahrscheinlich am Ende nicht beantworten kann. Ich bin mal gespannt, was ihr für Fragen stellt. Hallo. Du bist zurück. Ich hoffe, du hast deinen Spaziergang durch den Hafen genossen. Piräus war für die Handelsinteressen Athens von Bedeutung, entwickelte aber als lebendige und geschäftige Hafenstadt schließlich eine Art Eigenleben. Wenn du Fragen hast, zögere bitte nicht, sie mir zu stellen. Nee, wir wollen quizzen. Wenn du meinst, dann sehen wir einmal, was du gelernt hast. Zunächst eine einfache Frage. Sag mir, welcher Athener Politiker trieb die Erweiterung der natürlichen Häfen von Piräus voran? Okay, wir haben 4 Auswahlmöglichkeiten. Perikles, Alkibiades, Themistokles oder Leonidas. Ich bin der Meinung, es war... Richtig. Themistokles erkannte Piräus Potenzial als Hafen und trieb seine Entwicklung voran. Weiter zur nächsten Frage. Was überwachten die Situ Phylakes? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Was hatten die? Also pass auf. Entweder Gewichte und Maße, den Getreidehandel, die Eintreibung des Pentekoste oder Kredite. Kredite haben wir zum Schluss gehabt. Das waren nicht die sind. Getreidehandel. Die waren auf alle Fälle das Wichtigste. Getreidehandel, oder? Die haben doch gesagt, das waren die wichtigsten und die waren für den... Oder? Waren es Gewichte und Maße? Ich glaube, das war das, wo sie dann, wo sie gesagt haben, das Ganze musste, ich weiß nicht, ein Drittel in der Stadt abgegeben werden und. Und da waren die dafür verantwortlich. Aber das war zu viel Information für mich. Ich nehme den Getreidehandel. Richtig. Die Situ Phylakes hatten die wichtige Aufgabe, alle Belange in Bezug auf den Getreidehandel zu überwachen. Bleibt nur noch eine Frage. Wie lautete der Name des Sklaven, der Piräus Möglichkeiten nutzte, um sich das Bürgerrecht zu verdienen? Den habe ich mir nur überhaupt nicht gemerkt. Auch den können wir tatsächlich hier durchs Ausschlussverfahren. Können wir den tatsächlich uns anschauen. Also, hieß er Passion, Perseus, Prometheus oder Zeus. Also hier haben wir 3 Sagengestalten dabei. Oder, ja, Götter vielleicht auch. Nicht vielleicht, sondern. Und deswegen kann es eigentlich nur ein Name sein. Wisst ihr das? Stimmt. Passion konnte ein Vermögen anhäufen und sich dank seiner Bank und seines erfolgreich laufenden Schildgeschäfts das Bürgerrecht verdienen. Dein Wissen über Piräus ist beeindruckend. Gut gemacht. Ja gut, das reicht für heute. Wie du wünschst. Danke für deinen Besuch. Danke für deine Führung. So, dann schauen wir nochmal über das sonnige Meer. Schön, ne? So das Gestein. Ja, das. Auch mit dem Auge, ne? Schon mal hin, wie das so hin und her. In Skyrim hat man dann noch Bobbing Boats gebraucht. Eine Mod. Ansonsten hätte sich da nichts bewegt. Schön. Fährt auch mal noch ein Schiff hier irgendwo? Liegen alle im Hafen. Ah, du machst mich manchmal echt ein bisschen wirrig. Okay, ich sag für heute ciao, ciao. Vielleicht kaufe ich hier noch einen Fisch. Mal schauen. Werden wir heute vielleicht noch abends ein bisschen Fisch machen. So. Bisschen Knoblauchsoße rein. So. Wäre eine Idee. Ich sag ciao, ciao.